Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist eins der härteren. Und eine Sache vorneweg, was mir extrem wichtig ist. Ich habe nichts gegen Bauern, ich habe nichts gegen Landwirte, auch nicht gegen Landwirtschaft. Ich habe nur was gegen Tierquäler. Und die können sich vor uns nicht verstecken. Wie die Kühe dort gehalten werden, ist aus unserer Sicht einfach illegal. Psychisches Leid, physisches Leid, Krankheit, Verfall. Nach 3 bis 4 Jahren ist eine Industriemilchkuh Schrott. Die wirklichen Großstrukturen der Milchindustrie kennt kein Mensch. Ohne die Bilder von uns würden Hunderte von Straftätern aus dieser Industrie noch frei rumlaufen. Der Staat ist immer dabei, der Staat schaut zu. Dieses System wird nur aus den Angeln gehoben, wenn die Leute aufhören, den Kram zu essen. Ich nehme euch mit auf eine Mission zusammen mit Soko Tierschutz und insbesondere Friedrich Mühlen. Und Friedrich ist einer der krassesten Tierschützer, die es gibt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Der Typ hat wirklich schon alles gemacht. Der operiert im Verborgenen mit einem ganz kleinen Team. Tierrettungsaktion, Tierbefreiungsaktion. Der hat eine Axt. Mal los. Und Friedrich hat so einen schönen Satz, Tierquäler können sich vor uns nicht verstecken. Und genau das ist der Fall. In dieser Mission haben wir vor, verschiedene Milchviehbetriebe, ich sag mal, zu infiltrieren, zu überprüfen. Die wurden vorher Soko Tierschutz gemeldet, dass es dort wirklich Missstände gibt, schwerste Tierquälereien. Und das kann man natürlich nicht dulden. Das wollen wir dokumentieren und Beweise sammeln. Man kann nicht einfach so in einen Milchviehbetrieb einbrechen oder reingehen, sondern man kann das nur auf Verdacht. Und hier besteht dringender Tatverdacht, dass Tiere gequält werden. Das Ganze findet natürlich nicht ungeplant statt. Da stecken viele Tage Recherche drin. Das ist gar nicht so ein schlechter Fluchtweg. Dann können wir jetzt eigentlich umdrehen und den ganzen Weg wieder zurückfahren und parken da im Wald. Auch wichtig, ne? Immer schon mal zu gucken, wie komme ich hier weg, wo geht's hier wieder raus, dass man im Fall des Falles sich schnell auch verpieseln kann. Hier. Langsam, langsam, da ist doch ein Weg, oder? Was, das sind tatsächlich Mütter mit ihren Kälbern, aber hier sehen wir mal kurz, das ist ganz wichtig. Wo ist hier das Tierschutzproblem? Auf dem Weg dahin trifft man natürlich schon hier und da die ein oder andere Kuh auf dem Feld. Und ich denke im ersten Moment, naja, da fällt jetzt nicht groß Tierquälerei auf, eine Kuh ist draußen auf der Wiese, aber wenn du dann Friedrich Mühlen dabei hast, der einen genau darauf hinweist, was hier schon alles schief läuft, dann wirst du auch ganz schnell sehr nachdenklich. Jetzt stell man sich mal vor, man muss jetzt hier den ganzen Tag in der prallen Sonne stehen. Die Viere haben keinen Schatten. Nee. Keinen Millimeter. Die tun sich hier alle um dieses wenige Wasser rumgruppieren. Man muss sehen, so eine Kuh sauft mal durchaus ein paar hundert Liter. Ja, ja. Das reicht wahrscheinlich nicht aus für diese 20 Kühe, die hier sind. Den Tieren ist heiß, die Tiere haben Durst und die Tiere haben keinen Bock außer der. Ja, ja, krass. Und vor allem, du machst dir ja überhaupt keine Vorstellung. Du würdest die jetzt sehen, wenn du auch Freilandkühe, denen geht's ja gut, die liegen da, die wiederkäuen, gar kein Thema. Ja, wäre auf den ersten Blick, gerade wenn man so ein bisschen ranzoomt, ein wunderschönes Werbebild. Ja. Wir planen weiterhin potenzielle Fluchtwege. Es gibt immer einen Plan A, B und C. Falls irgendwas passiert, falls irgendwas doch nicht funktioniert, muss man immer eine Möglichkeit haben, schnell wegzukommen. Und während wir rumfahren, die Lage checken, das nächste Ding, ein riesiger Haufen Scheiße. Und zwar richtig groß. Kannst du das hier legal lagern? Man darf es eigentlich nicht ein Jahr lang da lagern, aber in den Wochen und 2, 3 Monaten, die das so gelagert werden kann, ist natürlich schon mal ein Teil von dem Kram weg. Ja, vor allem die Scheiße läuft da hier alles runter. Ja, sieht man ja so richtig diesen getrockneten Kackefluss. Und wäre auch nicht das erste Mal, dass man dann irgendwo ein totes Kälbchen noch findet. So langsam, hier kannst du schon irgendwo einfach dich an den rechten Rand stellen. Wir sind jetzt so etwa 750 Meter von dem Milchviehbetrieb weg und wir lassen jetzt die Drohne mal gleich hoch und fliegen in der näheren Umgebung und gucken uns das mal so ein bisschen an. Das ist eins der wichtigsten Tools im Tierschutz.
Das fliegende Auge. Ermöglicht halt echt interessante Optionen, ja. Was hast du denn überhaupt für eine Drohne? Das ist eine Parrot Anafi. Also ist eigentlich fürs amerikanische Militär gemacht. Und die haben davon dann auch eine Zivilversion rausgebracht. Es ist kein Bildqualität-Wunder, aber hat halt einen schönen Zoom und eine kleine Wärmebildkamera. Also ist ganz praktisch. Ah, das ist das Kadaverhaus. Das sind leider die Türen zu. Müssen wir dann mal halt gucken. Das Pförtnerhaus, das hat unser Informant gesagt, das ist leer. Das sieht auch nicht besonders voll aus. Das Runde sind die Biogasanlagen. Das sind die Biogasanlagen, genau. Melken ist jetzt, glaube ich, schon durch. Das machen die ja in der Früh. Das sind die Fäkalienbecken. Und hier haben wir dieses Silagewasser, was eigentlich noch viel gefährlicher ist als die Fäkalien. Mhm. Weil die haben ja wahnsinnig viel von der Silage da, hier diese ganze monströse Futtermenge. Und daraus bildet sich dieser Silagesaft. Und der ist extrem ätzend und super gefährlich fürs Grundwasser. Also die Leute denken immer, die Gülle wären das Hauptproblem. Nein, das ist ja nicht hermetisch abgeregelt. Wir hatten mal jemand undercover in so einem Betrieb, der sein Hauptjob war, die ganze Zeit den Schimmel von der Silage runterzukratzen. Und das kriegen dann die Tiere zu fressen und davon werden sie krank. Es ist auch erstaunlich, wie viele Betriebe es tatsächlich gibt. Gefühlt an jeder Ecke. Neuer Standort, neues Glück. Jetzt hat man sich mal einen ganz guten Überblick verschafft, ohne dass man illegal irgendwelche Grundstücksgrenzen verletzt hat. Man muss gucken, gibt es irgendwo Kameras oder Lichtschranken, dass irgendwo das Licht angeht. All das muss man einmal vorher überprüfen und so gut wie möglich ausschließen, dass man eben ungesehen rein und auch heil wieder rauskommt. Ja, und immer richtig erstmal kurze Vorbeifahrt, kleines Video machen, gucken, wo Kameras sind. Ja, perfekt. Und es sehen keine Kameras. Doch, da oben ist einer auf dem Mast. Wir könnten mit Absätzen machen, also dass man hier absetzt, geht dann hier lang und geht da mal hinten ran. Könnte man machen. Und guckt dann mal, was man finden kann. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendein Downer liegt halt rum. Nada. Da kommt was, ne? Und jetzt geht's los. Es ist kurz nach Mitternacht, die Stunde der Eule, und das heißt unsere Zeit. Heute überprüft man einen Milchviehbetrieb, der ist uns gemeldet worden, dass es da Missstände gibt, dass die Tiere dort misshandelt werden, dass die kranken und verletzten Tiere nicht ordentlich versorgt werden. Ja, dazu kommt natürlich noch der ganze andere Mist, wie Milchvieh in Anführungszeichen, also Kühe und ihre Kinder in der Milchindustrie in Deutschland ganz regulär aus unserer Sicht rechtswidrig gehalten werden. Natürlich, uns geht es darum, Kontakte mit den Leuten um jeden Preis zu vermeiden. Klar, die finden uns nicht super, wir finden die nicht super, also trifft man sich am besten nicht. Ist das erlaubt? Das ist umstritten, aber die Rechtslage in Deutschland ist zumindest auf unserer Seite. Also es gibt mehrere höchstrichterliche Urteile, was eben klarstellt. Erstens, es gibt ein überragendes öffentliches Interesse an den Zuständen in der von außen total unzugänglichen industriellen Tierhaltung. Zweitens, es gibt massive Missstände und Rechtsbrüche in dieser Industrie, und zwar nicht nur einzigartiger Art und Weise, sondern systematischer Art und Weise. Und drittens, wenn man dann natürlich noch Hinweise bekommt, dass es Missstände gibt, die von den örtlichen Behörden ignoriert werden, dann hat man einen rechtfertigenden Notstand. Bei so einer Mission gehe ich jetzt nicht in Straßenschuhen und undercover als Tourist irgendwo lang. Bei so einer Mission trage ich tatsächlich eine spezielle Ausrüstung mit mir rum. Ich trage Camouflage, weil man das natürlich nicht so gut sieht. Dann trage ich hier eine Weste. Da habe ich alle möglichen Sachen dran befestigt, die ich so brauche. Das ist mein Trinkpack. Ein bisschen Wasser dabei zu haben, ist nie verkehrt. Hier drin habe ich verschiedene Lichtquellen. Also einmal ein Kameralicht, falls ich im Dunkeln unterwegs bin, Kopflampe und auch meine Taschenlampe. Ansonsten habe ich hier diesen Helm, der hat keine großartige Schutzwirkung, ist also kein ballistischer Helm. Schießt ja auch keiner auf mich.
Und hier oben ein sehr schönes, wirklich hochfunktionales, sehr, sehr geiles Nachtsichtgerät. Damit kann ich mich in der Nacht bewegen, wie am Tage. Hier habe ich nochmal ein Nachtsichtgerät, mit dem ich auf Distanz schauen kann. Zwei Leute gehen vor, checken die Situation, gucken mit Wärmebild und Nachtsicht, verschaffen sich einen Überblick, während die anderen in alle Himmelsrichtungen sichern und gucken. Ansonsten ist das Material, womit ich auch überall lang gehen kann, ohne dass es mir aufreißt durch Dornbüsche und so weiter. Dann habe ich dabei eine Wärmebildkamera. Damit kann man Objekte identifizieren. Damit man Tierquäler, Straftäter und so weiter auch dokumentiert und Beweise sammelt, brauche ich natürlich immer eine Kamera. Und da habe ich nicht nur die GoPro, die alles filmt, was ich tue, sondern natürlich meine Canon R5 mit einem 2470. Ordentlich Speicherkarten und Akkus dabei. Das ist die Ausrüstung, die man so braucht als Tierschützer, wenn man abends ausgeht. Obwohl man tagsüber natürlich alles minutiös geplant hat für den Einsatz in der Nacht, gilt es beim Anpirschen wirklich hundertprozentige Vorsicht, absoluter Fokus, Totenstille. Es ist wirklich ein richtiges Anschleichen, Ausspähen mit Wärmebildkameras, mit Nachtsichtgeräten, damit man auf jeden Fall nicht gesehen wird. Weil gesehen heißt Abbruch oder auch Schlimmeres. Deutschland ist der größte Milchproduzent der Europäischen Union. Aha. Wie viele Rinder haben wir? Also Milchkühe ungefähr 4,5 Millionen, sowas. Insgesamt 12 Millionen Kühe in Deutschland, für die es keine Regelung gibt, wie man sie hält. Ich komme mit Friedrich in den Stall rein und der erste Eindruck ist dann, ja, man ist erschüttert, weil wir haben jetzt mitten in der Nacht und das Licht ist an. Und alle Kühe sind irgendwie hellwach. Es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn man da drin unterwegs ist. Es stinkt abartig nach Mist und Scheiße. Es ist feucht. Es ist das Bett der Kühe in Deutschland. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist blanker, kalter Beton mit Scheiße in Rutsch und Glatt. Die Türe können sich nicht ablegen. Stell dir vor, du müsstest auf nackten, kalten, zugeschissenen Beton schlafen. Hier sind viel mehr Kühe als optimale Liegeplätze. Okay. Weil die Liegeplätze, die eingestreuten, sind ja die. Die sind alle belegt. Mhm. Und dann stehen noch mal. Und dann plötzlich Alarm per Funk und Abmarsch. Gut, Puls kurz wieder runterfahren. Glück gehabt, war ein Fehlalarm. Aber die Dynamik ändert sich da wirklich von Minute zu Minute und man ist jetzt noch angespitzter, noch vorsichtiger. Wir gucken uns dann von außen den Stall an, gehen nicht noch mal rein, weil so ist die Fluchtmöglichkeit natürlich schneller gegeben. Von draußen dokumentieren wir das Ganze, weil es geht ja darum, wirklich Beweise zu sammeln. Also ich fotografiere und filme. Wenn man sich jetzt die Haltungsbedingungen mal zusammenfasst, es ist dauerhaft was los, es herrscht ständig geschäftiges Treiben. Das ist ja auch Stress für die Tiere. Die können sich nicht erholen, die können sich nicht zurückziehen. Die sind eng gefercht, es sind Eisengitter, es ist Beton, es stinkt, es ist feucht, es ist überall Scheiße, die Kühe sind voller Scheiße. Manche haben Wunden, Abszesse. Es ist insgesamt eine absolute Katastrophe. Also wie diese Tiere gehalten werden, ist 100% unwürdig. Ist das vor dem deutschen Tierschutzgesetz okay? Also jeder Veterinär würde wahrscheinlich sagen, Daumen hoch. Ja? Also es ist nicht verboten, Tiere in der Scheiße zu halten. Ja. Es ist nicht verboten, die in dieser Enge zu halten. Und es gibt in Deutschland nicht mal eine Haltungsverordnung für erwachsene Rinder. Also für Kälber gibt's was, aber für Milchkühe und ihren Nachwuchs dann in der Mast gibt's nichts. Kein Tier scheißt in sein eigenes Bett. Kein Tier. 0% in der Natur gibt es das noch. Man muss ja wissen, was diese Scheiße am Boden, dieser feuchte Boden mit den Tieren macht. Jeder kleine Kratzer infiziert sich. Jede Infektion wird immer größer. Und dann entstehen Gelenkentzündungen, dann entstehen offene Gelenke. Und die Tiere leiden still, bis sie halt irgendwann nicht mehr gehen können.
und dann kommen sie irgendwo in die, nennt sich Krankenstation. Ich sag immer, es sieht da eher aus wie in so einem Kriegslazarett. Da enden dann halt diese Tiere. Manche sterben im Betrieb, andere werden halt von irgendwelchen Tiertransportern noch abgeholt. Wird durch Deutschland oder Europa gekarrt, um halt noch irgendwo zu wursten oder zu Burger gemacht zu werden. Das ist hier alles zukünftiges Hackfleisch, weil so als Steak lässt sich das nicht mehr gut vermarkten. Das geht alles so in die Bulette. Man sieht ja, das sind wirklich die friedlichsten und süßesten Lebewesen überhaupt. Die tun einen geil, gar nichts. Die sind völlig hilflos, freundlich und werden von uns halt missbraucht bis zum Letzten. Aber selbst die Schlachter sagen, die Milchkühe, die wehren sich bis zum Letzten, ja, weil irgendwie haben die trotzdem noch Kampfgeist. Und werden dann halt total reingequält. Wenn die Schwänze verdreht, gerade auf diese offen, diese Wirbelsäule, die so richtig raussteht, wird dann draufgeschlagen, mit Elektroschocker da eingewirkt. Ins Gesicht, auf die Augen, auf die Ohren. Also jeder Veterinär, der hier reinguckt, muss doch sagen, warte mal ganz kurz, das ist doch Quatsch. Die Veterinäre haben nicht mal wirklich Handhabe dagegen. Der Betrieb kann machen, was er will. Es ist jetzt 2.46 Uhr. Es ist taghell hier drin. Diese Tiere sind rund um die Uhr wach, um Milch für uns zu produzieren. Das ist ein sogenannter Tierwohlstall, das ist ein Nauchstall, wo die Tiere ja Bewegungsfreiheit haben und ihren Instinkten nachgehen können. Ich finde es so krass, dass die Tiere einfach keine Ruhe und keinen Schlaf senden können. Und das ist das Witzige, wenn die Leute immer sagen, ja, ich esse ja kein Fleisch, ich bin Vegetarier. Ja. Ja gut, sie verurteilen halt andere Kühe zu einem viel längeren Leiden. Ein Fleischrind hat es zumindest nach einem Jahr hinter sich. Die brauchen 3-4 Jahre und manche, es gibt Milchkühe, die halten 8 Jahre durch. Ja, und das ist unvorstellbar, was die Tiere durchmachen müssen. Mir war das nicht klar. Wenn ich mir einen Schuss Milch in die Kaffeetasse getan habe, habe ich immer gedacht, da stehen ein paar schöne Kühe irgendwo auf einer grünen Weide in der Alm und der Biobauer melkt die. Spoiler Alert, Almmilch kann unter Umständen noch beschissener sein. Und jetzt siehst du hier die krasse Realität, die der Friedrich seit Jahren dokumentiert. Und ich finde keine Worte dafür, wie beschissen das ist. Wenn man die Haltungsbedingungen von den Kühen dort vor Ort mal auf den Menschen ummünzen würde, und das ist ja gar nicht so weit hergeholt, denn wir sind genauso Säugetiere und uns geht's ähnlich, wir haben dieselben Gefühle. Stress, Hunger, Schlafmangel, Licht an, keine Rückzugsmöglichkeit, Kälte, vollgeschissener Boden, Unreinlichkeit, die Anzahl geht immer weiter, das sind alles Foltermethoden. Wir dürfen nicht vergessen, so eine Milchkuh, die steht da nicht ein paar Monate, wie ein Tier, was geschlachtet und gegessen wird, die steht dort jahrelang und wird jahrelang auf diese bestialische Art und Weise ausgebeutet. Wieso haben diese Riesenkühe immer noch den Saugentwöhner? Ein Saugentwöhner ist im Prinzip ein Ring mit Stacheln dran und Pieksern, sodass, wenn das Kalb an den Zitzen der Mutter saugen möchte, ihr wehtut und sie das Tier wegdrückt, sodass die gute Milch nicht für das Tier verschwendet wird, sondern dann an uns gehen kann. Boah, manche, das sind ja junge Tiere teilweise. Das sind halt teilweise ein Jahr alte Tiere, das sind einfach Babys. Und natürlich gehen die mal am Euter dran. Und wenn die das sehen, dann machen sie den Saugentwöhner dran, dass es, wenn sie saugen wollen, wehtut. Und dann verhindern die anderen Kühe, dass wir saugen. Aber sag mal, Friedrich, keine der Kühe hatten ein Horn. Ja, weil die mit Gewalt ausgebrannt worden sind, ging das halt. Also das Horn ist ein Sinnesorgan der Kuh, voll durchblutet. Ja. Und das wird im Babyalter mit Gewalt rausgebrannt. Also so ein glühend heißes Teil wird in den Knochen, in das Gewebe reingebrannt und dadurch wird verhindert, dass das Horn nachwächst. Weil sonst würden die sich bei dieser engen Haltung gegenseitig verletzen. Also das Tier wird an die Haltung angepasst. Nicht die Haltung als Tier, wie überall in der industriellen Tierhaltung. Hier ist übrigens der Coach
Kotschieber im Einsatz, guck mal. Ein Kotschieber ist ein Gerät, was einfach an einer Schiene oder an einem Seil läuft und einmal durch den Kuhstall fährt und die Scheiße wegschaufelt. Es fährt einfach die ganze Zeit hin und her. Genau, ja, und schüttelt mal die Scheiße weg rein. Okay. Wenn da jetzt eine mit dem Bein runterhängt, die wird einfach weggezogen. Dann nimmt er die mit. Ja, alles klar. Bei den älteren Tieren waren wir jetzt. Jetzt müssen wir aber noch zu den Kälbern. Ja, und das ist der Lebensraum von einem Kalb? Mann, ihr kleinen armen Scheißerchen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen in so einem kleinen Pippi-Teil hier? Ist ja wohl ein Witz. Weißt du, wie die Branche die Dinger nennt? Kälber-Apartments. Die sind normalerweise bei ihrer Mutter. Ja. Schlafen an Körperwärme. Ja. Und stehen hier auf Beton im Gitter auf 2 Quadratmeter. Und ganz krass ist halt auch, dass hier, da gibt es keinen ernsthaften Sonnenschutz. Null. Wenn es jetzt dann 30 Grad hat, können die sich nur versuchen, in dieses Ding zurückzuziehen. Eine andere Chance haben sie nicht. Und ganz wichtig, das muss man immer wieder erwähnen, es muss nicht die klaffende Wunde sein. Nein. Hitze, ja. Kälte, Schlafentzug. Durst, Schlafentzug, Helligkeit, Lärm. Das sind all die Sachen, denen die Tiere in der Massentierhaltung ausgesetzt sind. Und um die sich niemand kümmert, dazu kein Veterinär mit der Schulter. Allein das Stechen der Ohrmarken ist übrigens ein Trauma für die Tiere, nämlich das will kein Baby. Das ist auch zu mager. Durchaus. Da geht's nicht gut. Und das ist der Milchaustauscher, das ist der Dreck, den die Tiere bekommen, statt der Muttermilch. Einer Mutter wird ihr Baby, das Kalb, abgenommen, damit wir die Milch trinken können, die eigentlich für das Jungtier ist. Und das ist für mich so eine absurde Vorstellung, dass ich in Schulvorträgen immer sage, hat deine Mutter Hörner? Nein? Dann brauchst du auch keine Milch trinken. Ganz einfach. Dann ist natürlich die Frage, was passiert überhaupt mit den Kälbern, mit den Babys? Ja, die werden jetzt noch 2-3 Wochen hier gehalten in diesen Iglos. Mhm. Und dann gehen sie auf den Tiertransport. Kein Betrieb verdoppelt sich jedes Jahr. Natürlich greifen die sich 1-2 ab, um eventuell andere Tiere zu ersetzen. Aber der Rest geht auf die berühmt-berüchtigten Kälbertransporte. Das sind Milchkälbertransporte. Ja. Und das dauert Tage, bis die da sind. Auch da werden wieder Gesetze gebrochen, die Tiere werden nicht ordentlich getränkt, nicht entladen zum Ruhezeiten und so weiter. Alle sind gegen Tiertransporte. Na klar. Aber keiner checkt, dass es die Milch macht. Die Milch macht. Leute, das müsst ihr euch wirklich, wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen halten. Das ist die Konsequenz von Milchprodukten, Käse, Joghurt und so weiter. Das, wovor ich Jahrzehnte die Augen verschlossen habe, obwohl man es insgeheim irgendwie so ein bisschen weiß. Ich habe immer gedacht, ich mache das Richtige, weil ich sage, nee, ich esse ja kein Fleisch mehr, ich esse solche kleinen Kälbchen nicht. Jetzt stehe ich hier, konfrontiert mit der harten Realität und ich sage euch ganz eins, ich bin wütend. Ich bin wütend auf diese Scheiße, ich bin wütend auf mich selber und ich finde es gut, dass mich Friedrich mitnimmt. Ja, die Wegwerfkälber halt. Für euch sterben Kälber, für euch sterben Kühe, für euch sterben Bullen. Und das auf jährlicher Basis, immer und immer wieder. Das ist eigentlich ein Tier, das gehört an den warmen Körper seiner Mutter. Ja, und Kühe sind liebende Mütter. Die sind wirklich fürsorglich. Und du siehst ja, das sucht jetzt Zuneigung. Das möchte wo dran nuckeln oder so. Aber ja, hat hier nur Metall und Plastik. Ein süßes, lebensfrohes Kind, nichts anderes. Ich kann das mir gar nicht anschauen. Nee, mir geht's auch ganz schlecht. Und dann finden wir ein Kalb ohne Marke. Das ist nicht registriert und der Bauer kann mit dem Tier auch machen, was er will. Das heißt, verstirbt das? Wenn das Tier stirbt oder verschwindet, taucht es in keiner Statistik auf. Und das sieht sehr mager aus. Also Friedrich, ich kann das alles gar nicht glauben, weil jeder denkt, es gibt in Deutschland ein Tierschutzgesetz, das schützt Säugetiere wie dieses. Ja. Und du erzählst mir so Sachen wie, ich kann im Prinzip mit den Tieren machen, was ich will. Ja. Ich kann sie so halten, wie ich will. In Deutschland gibt es... Ja, das ist das. Alter. In Deutschland gibt es für ausgewachsene Rinder, also quasi für Kälber, gibt es ein paar windige Regeln. Das ist die windige Regel, die wir sehen. Was ja lächerlich ist. Aber für die Milchkühe
gibt es keine gesetzlichen, verbindlichen Regelungen in Deutschland. Der Bauer kann mit diesen Tieren machen, was er will. Und wir sind der größte Milchproduzent in der Europäischen Union, bei Weitem, und haben keine Haltungsrichtlinien, keine Gesetze für Rinder. Das ist da. Ich pack das alles in irgendeine dunkle Schatulle. Möge sie niemals aufbrechen. Als Umwelt- und insbesondere tatsächlich als Tierschützer sieht man wirklich die Schattenseiten der Menschheit. Und das ist auch emotional nicht einfach, damit umzugehen. Weil das ganze Leben als Tierschützer besteht im Prinzip aus Schattenseiten. Also das sind die Schwangeren, also die werden in Kürze werfen, die sind dann in so einem Tiefeinstreubereich. Ja, geht schon tief rein. Das Wort Einstreu ist falsch verstanden. Sag mal, wie tief die in die Scheiße da reingehen. Dann passiert das, was auf gar keinen Fall passieren soll. Alarm, weg, weg. Und dann wird's wirklich richtig kritisch. Wir springen ins Auto. Wo lang denn jetzt? Jetzt hier raus. Hier raus. Okay. Ein Auto verfolgt uns. Hier, das sind die falschen überfallen. Das ist egal, Hauptsache weg. Und verpiss euch jetzt. Situation. Wir waren gerade voll drin und dann näherte sich ein Fahrzeug, der ist zu unserer Parkposition, hat dort angehalten, geguckt, weitergefahren. Vielleicht hat der unser Auto gesehen und hat dann irgendjemand anderen angerufen. Kann sein. Während wir auf dem Rückzug quasi waren und dann heißt es, renn, 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 Auto an, quietschende Reifen und gib ihm. Ja. Das war knapp. Ja, das war unangenehm. Und da hatten wir das schon und wir müssen jetzt nach unserer blöden Aktion erstmal auch uns umziehen, damit man nicht in Tarnklamotten hier steht. Das Schlimme für mich ist, Tiere so zu sehen, wie sie für den Menschen massiv ausgebeutet werden. Kälber zu sehen, die auf einem Quadratmeter gehalten werden. Kälber zu sehen, die bei 40 Grad in der Sonne stehen, ohne Sonnenschutz, mit zu wenig Wasser, die mit Milchpulver statt Muttermilch gefüttert werden. Und es gibt einen Grund, warum all das im Verborgenen stattfindet. Komms check, ich bin wieder online. So, jetzt gehen wir noch mal tagsüber in einem etwas südlicheren Bundesland in eine Haltungssituation, die ich persönlich gar nicht glauben kann, nämlich die sogenannte Anbindehaltung. Das heißt, da sind Kühe teilweise das komplette Jahr angebunden. Das Ganze nur mit Kleinstgepäck als Wanderer. Mal gucken, was wir so finden. Einfach mal vorbei sneaken, bisschen gucken. Immer noch die alten Rinder. Nicht dein Ernst. Alle angebunden. Da stehen die, alle mit Ketten. Angebunden. Die haben nicht mal einen Meter Bewegungsfreiheit. Einfach ein Leben lang angekettet. Und siehst du, wie der Hals abgescheuert ist? Ja. Das ist in Deutschland erlaubt. Das ist erlaubt. Hat sich aber auch noch nie ein Richter damit beschäftigt. Weil, wie du sicher weißt, man kann nicht klagen. Die Kühe können nicht klagen. Wir können nicht klagen. Krass. Von allen Tierausbeutungen, all der Kacke, die ich schon gesehen habe, finde ich die Anbindehaltung von Milchkühen das Allerschlimmste. Diese armen Wesen können sich nicht einmal umdrehen. Ihr Leben lang sitzen in den eigenen Fäkalien, in diesem düsternen Stall. Ja. Alter, und vor allen Dingen mit dem Saugentwöhnungsring, dem aufgescheuerten Hals, die können nicht richtig liegen. Die Ketten fressen sich teilweise auch in die Körper rein, weil die Tiere wachsen, wenn dann die Ketten nicht schnell genug anpassen. Ich habe Ketten gesehen, die waren so tief im Fleisch drin. Die müssen rausoperiert werden, wenn ein Tierarzt überhaupt sich erbarmt.
Schau dir die Arme an, da sieht man es mal von vorne. Das ist der Lebensraum, nicht mal ein Meter. Jedes Huhn in der Käfigbatterie hat mehr Platz. Und das betrifft über 1,5 Millionen Rinder in Deutschland, diese Kettenhaltung. Das ist nach wie vor, gerade hier in Süddeutschland, die bestimmende Haltung für Milchkühe. Gerade da, wo man denkt, aus dem Chiemgau, aus dem Alpenvorland, aus dem Allgäu, da stehen immer noch ein guter Teil der Tiere genau in solchen Dreckslöchern an den Ketten. Garmisch-Partenkirchen ist ja nicht weit weg von hier, will das tatsächlich als Kulturgut schützen lassen, dass man die Tiere ankettet. Das nennt man dann aber Kombihaltung, weil Kettenhaltung klingt ja dann doch ein bisschen verdächtig. Alter Schwede. Die kommen nicht auf die Wiese, keinen einzigen Tag im Jahr. Die stehen immer in der Dunkelheit. Da wurde es nur drin hell, weil wir die Tür aufgemacht haben. Angekettet in der Dunkelheit ein Leben lang. Ach du Scheiße. Ja, die leben. Alter Schwede. Willst du mich eigentlich verwischen? Weil das eine liegt voll drin in der Scheiße. Ich nehm da mal ganz kurz rein. Komplett zugekackt. Ganz übel. Boah, die liegen in ihrer eigenen Scheiße. Das tut mir so leid, Leute. Schau dir mal da hinten an. Absolute Katastrophe. Im alten Vorland, in der Schatzkammer der guten Milch, da ist die Welt noch in Ordnung. Die Kühe sind wohlbehütet, die Luft ist würzig und die Wiesen haben Kraft. Nix, grüne Wiese. Wir dokumentieren das Ganze natürlich, um euch das zu zeigen, aber mit dem Hintergrund wissen, dass das alles erlaubt ist, so wie es da stattfindet. Wir gehen dann einmal um den Stall und was wir da finden, geht tatsächlich gar nicht, weil das ist gegen das Gesetz. Oh, das ist ein Öl, ne? Ah, Penicillin. Antibiotika. Riecht ja einfach so auf dem kleinen Milchviehstall in Oberbayern. Und wichtig ist, dass man natürlich sowas auch dokumentiert. Das sind Verstöße. Hier liegen offene Spritzen, hier liegt das Penicillin. Also ungekühlt, das geht gar nicht. Einfach offen. Katastrophal. Das lässt natürlich auf die Gesamtsituation bezüglich der Hygiene hinweisen und auf das, was man eine Tür weiter findet. Das ist der Milchraum, hier sind die Melkgeräte, hier soll es hygienisch zugehen. Man sieht hier, der ganze Boden ist voll Fäkalien, weil der hier sich die Stiefel nicht wäscht. Es riecht nach Käse, Alter Schwede, und vergammelter Milch. Auch die ganze Scheibe ist voller Dreck und Fäkalien. Ja, da hängt irgendwie, da ist eine Kanne, ist noch eine, ein Bottich mit Milch, da hängt dann irgendwas drin. Boah, ist das widerlich. Gut. Ist das widerlich, willst du mich verarschen, ey? Die Milch macht. Absolut ekelhaft. Abschüsse? Ja, ganz genau. Okay. Okay, Leute, das ist schon zu lange. Let's go. Ja. So, das war tatsächlich fix. Schnell rein, schnell raus. Wir haben genau 7,5 Minuten gebraucht für die komplette Dokumentation von einigen Missachtungen von Vorschriften und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Tja, Freunde, aber jetzt habt ihr gesehen, wie eure schöne bayerische Milchkuh nicht auf der grünen Wiese steht. Hier ist nämlich eine grüne Wiese. Die gehört wahrscheinlich dem sogar. Ah, aber die stehen angebunden im Stall unter katastrophalsten Bedingungen. Das ist für mich, ich kann das gar nicht glauben. Friedrich, das, was wir jetzt gesehen haben, ist das eigentlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz? Wenn man das Tierschutzgesetz liest, muss man ganz klar sagen, ja, ja, ja. Aber wenn ich sowas anzeige, dann wird das Verfahren eingestellt, weil man ja sagt, es gibt keine Haltungsrichtlinie für Milchkühe in Deutschland. Es ist ein Teufelskreis aus schlechten Gesetzen, nicht vorhandenen Gesetzen, einer Lobby, die natürlich alles dafür tut, dass die Tiere weiter leiden, und ganz vielen Konsumenten und Konsumentinnen, die dieses Zeug weiter saufen oder in Form von Joghurt oder Käse sehr schätzen. Und wie lösen wir dieses Scheißproblem? Raus aus diesem tödlichen Kreislauf, der ja auch für unsere Gesundheit ätzend ist, der für unsere Zukunft ätzend ist, der für die Tiere ätzend ist.
Hafermilch, Pflanzenmilch, Erbsenmilch. Es gibt so viele Varianten, Joghurt, Käse, alles. Wie lange bist du Veganer, Friedrich? Jetzt 28 Jahre. Und wie war das damals? Damals war es scheiße. Und jetzt? Ist es genial. Wenn ich heute vegan werden würde, das wäre, boah, Paradise. Ja, und damals, naja, war ein bisschen schwierig. Und wenn man es schon nicht macht für die Tiere, dann wenigstens für seine eigene Gesundheit. Genau. Wenn dann egoistisch, hilft auch den Tieren. Ja, wie schließt man so ein Video ab? Hey. Man weiß das alles irgendwie. Man verdrängt das nur. Wir sind ja gut im, ne, ich blende das aus, dann tut mir das nicht weh. Was mir so eine Mission mit Soko Tierschutz zeigt, ist, dass ich mich selbst immer wieder hinterfragen muss in meinem Konsum, also was ich esse und trinke. Und das sind definitiv keine Milchprodukte. Und es hat mir einen wichtigen Satz gezeigt und das fand ich sehr, sehr krass. Und jetzt schön vorsichtig, nehmt das nicht zu persönlich, aber die Vegetarier sind eigentlich die Schlimmsten. Und das war was, was ich am Anfang nicht verstanden habe. Und jetzt nach den einigen Nächten mit Soko Tierschutz, was mir ins Gehirn gebrannt ist, dass die Menschen, die Milchprodukte konsumieren, für jahrelanges Leid an allen Ecken und Enden verantwortlich sind. Und das möchte ich nicht mehr. Und ich mache solche Filme. Mir tut das ja auch weh. Mir tut das in der Seele weh, sowas zu dokumentieren. Ich mache das, damit ihr das nicht machen müsst, damit ihr das aber seht. Damit ihr wisst, was die Wahrheit ist, was da draußen stattfindet. Und nochmal, bitte, bitte, liebe Landwirte, liebe Bauern, ich greife euch nicht in der Gesamtheit an. Das ist nicht schwarz und weiß. Ich habe nichts gegen euch. Ich habe nur etwas gegen Tierquäler und Menschen, denen Tiere egal sind und die mit Absicht Tiere leiden lassen. Das kann ich nicht akzeptieren. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und Soko Tierschutz auch.